Moin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zum Mass Effect Andromeda. Wir sind gerade dabei, Trümmer der Turianischen Arche zu suchen. Wir befinden uns hier gerade am Eingang von Mitraba, wenn ich mich nicht irre. Hier im Graben befinden wir uns. Also wir wollen jetzt eigentlich gleich nach links gehen, dann Richtung Obrak, aber vorher wollte ich hier nochmal nach rechts so ein bisschen... Ne, nach rechts hatten wir schon lang geguckt, oder? Hatten wir nach rechts schon lang geguckt. Von da oben sind wir, glaube ich, beim letzten Mal runtergesprungen einfach. Und sind dann hier in diesen Graben reingekommen, ne? Wenn ich mich nicht irre. Hier haben wir ja beim letzten Mal auch schon aufgeräumt. Dieses Gebiet hier. Kann ich wieder nicht springen. Ja, hier hatten wir uns noch nicht umgeguckt. So, aber hier auf diese Mauer, wenn ich mich nicht total irre, sind wir beim letzten Mal runtergesprungen. Genau, ne? Von da oben. Sind wir beim letzten Mal hier runtergesprungen. So, okay, also haben wir hier auch alles erkundet soweit. Und können uns jetzt in Richtung Wrack vorarbeiten. Im Moment alles noch gegnerfrei hier, wie es aussieht. Wir haben ja hier im Graben beim letzten Mal schon ein bisschen aufgeräumt. Da hatte ich allerdings, denke ich, noch Gegner am Horizont gesehen. Ja, sind auch schon wieder welche. Ah, Kriecher. Oh, da hinten ist ein Beobachter. Eigentlich würde ich den ja gerne von vorne aufs Korn nehmen. So, wenn wir den nämlich von vorne erwischen, da brauchen wir nur zwei Schüsse. Fuck. War ich nicht mal beim vierten Schuss ins Auge getroffen. So, und der Kriecher ist irgendwie dahinter, irgendwo. Aber gut, Kriecher sind jetzt auch nicht ganz so gefährlich. Da rechts ist irgendwo noch ein Gegner. Den ich gerade noch nicht sehen kann. Ich arbeite mich mal hier mit dem Scanner noch ein bisschen vor. Vielleicht gibt es ja hier noch was Spannendes. Get ready to fight! Ja, wo ist er denn? Ach hier, links von uns schon. Viecher. Ach, der ist unter Wasser. Und auf was schießen wir da gerade noch? Auf nichts. Okay. Ah, hier. Oh, was ist denn das? Ein altes angaranisches Raumschiff. Ach so, das ist das alte Wrack. Genau, dieses zerstörte angaranische Raumschiff ist mehrere Jahrhunderte alt. This must be the crash site Avela mentioned. Oh. Das wäre so ein Vieh. Da müssen wir gleich mal gucken, dass ich irgendwo vielleicht eine erhöhte Position finde, von der aus ich das dann beschießen kann, ohne dass es mir total auf den Sack geht. Noch ein paar Überreste, die nehme ich mir mal mit. So, und dann wäre es halt total gut, wenn ich hier auf dieses Wrack bin, ne? Ja, ohne runterzufallen vielleicht. Guck mal, hier ein Raumschiff-Cockpit. Ein alter angaranischer Pilotenhelm und der scheint mir hier story-relevant zu sein oder so. Ein Hightech-Helm, der vor Jahrhunderten von einem angaranischen Astronauten getragen wurde. Okay. Ich mach's mal hier oben gemütlich. Wo ist denn das Vieh? Da. Ich kann das sogar treffen, ha? Oder? Ich kann. Und da ist es.
Okay, Kopfschüsse scheinen nicht mitzuspielen. Gerade weg. Eigentlich sollte unser Schild aber trotzdem regenerieren, ne? Eigentlich ist alles. Ups, da ist schon alle. Ah, spring doch! Gott, was machst du denn? Junge! Ich habe nur noch 6 Schuss hier. Puh. Ja, komisch, dass sich die Viecher einmal so auflösen direkt. So, wenigstens ein bisschen Rot haben wir bekommen. Da hinten sehe ich schon eine Lebenskiste, Energiekiste schimmern. Das finde ich gut. Die brauche ich nämlich. Noch dringender brauche ich aber eigentlich gerade Munition, muss ich ehrlich sagen. Da drüben. So, hier haben wir noch ein bisschen Zeug. Hier haben wir noch die Überreste von einem Beobachter. Und hier haben wir Munition. Yay. Und da hinten haben wir noch mehr Gegner. Ach, das wird hier immer hässlicher. Achso, das sind nur die kleinen. Ich dachte, das wäre so ein großes. Also die ersten zwei Schüsse habe ich scheinbar in irgendeine Deckung reingehauen. So, einer lebt noch. Wo ist denn der? Hier. Was? Noch einer? Ich habe keinen mehr auf dem Radar. Nun gut. Dann setzen wir unseren Weg hier mal fort. Durch diesen wunderbaren Graben. Und ich schau mal, was hier hinten dieses große Vieh, was war denn das eigentlich? Ein Eiroch? Bewacht hat. Platin hat es bewacht. Aha. So, mal gucken, gibt es hier oben drauf was? Ups. Ups. Ich meine, ups. Was kann ich denn hier nicht stehen? Ich kann hier stehen. Bedingt. Oh, 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 nicht doch runterfallen. So, und hier kann ich meinen Scanner benutzen. Für. Um. Wofür kann ich ja meinen Scanner hier benutzen? Ich meine, das G da unten war irgendwie, hat geleuchtet. Aber ich sehe nicht, was ich hier scannen kann, ehrlich gesagt. Nee, keine Ahnung. Ah, hier haben wir ein ausgegrabenes Reliktgerät. Dieses rostige Relikt hat Teile, die jetzt festgerostet sind. Okay, ja, da sollten wir für die. This must be what it was like for those ancient Angara, finding strange things in the wilds. It's possible we could discover something new from what you found. We should take it for further analysis. Haben uns ja die Leute aus Mithraba, glaube ich, drauf aufmerksam gemacht, ne? Dass wir uns hier mal nach solchen, also noch mehr Reliktroboter. Oh, ist schon dicht. Da ist eine Wand.
dich doch mal um. Jetzt. So, okay. Hat man die auch erledigt. Eigentlich nochmal zurück für Munition? Nö. Hier vorne gibt es bestimmt auch irgendwo noch welche. Disruptor Munition, okay. Ja, da müssen wir sowieso mal irgendwie gucken, dass ich von diesen Verbrauchsobjekten ein bisschen mehr benutze. Ich weiß auch gar nicht, was ich im Moment dabei habe an Verbrauchsobjekten. Ich glaube, ein Schildkondensator. Und irgendwelche Munition oder so, kann es sein? Keine Ahnung. Hier hoch sollen wir schon wieder. Ich dachte eigentlich, wir würden hier mal ebenerdig irgendwo ankommen. Was gibt's hier zu scannen? Irgendwas muss es hier geben. Ich hatte da gerade einen Ausschlag. Links unten, ne, taucht da immer das G auf, wenn es da was zu scannen gibt. Da zum Beispiel. Ich habe absolut keinen Plan, was es hier gibt. Wenn ich hier hochspringe, kommt es, glaube ich. Ja, genau, hier oben. Da war wieder das Geräusch, ne? Also hier muss es irgendwo was geben, was ich scannen kann. Relativ dicht bei. Hier. Gut versteckt. Ein adaptives Reliktkerngerät. So, da hinten gurken schon wieder irgendwo Gegner rum. Da komme ich nicht hoch. Schade. Na, vielleicht will ich hier oben noch ein bisschen in Deckung bleiben, oder? Wo sind denn die Gegner? Ach, da hinten sind so kleine Krabben. Und da ist Nummer 3. Achso, und irgendwo ist auch noch eine Nummer 4. Automated protocols activated. Deploying forward station. Da oben. Wie soll ich denn da hochkommen vernünftig? Schauen wir mal. Kann ich nicht. Achso, okay. Komme ich aber dich daran vielleicht? Damit ich das Terminal mal benutzen kann oder so. Vielleicht hier drüben. Oh, hier haben wir eine Konsole und die dürfte doch als Aufzug fungieren, oder? Auf jeden Fall haben wir hier drüben auch schon unser Einsatzziel. Ach, das schöne Ding. Also der Graben hier ist echt dicht bevölkert. Hat er den Scanner gerade automatisch gezogen? Ich habe den gerade nicht rausgeholt. Arknatalis Debris, tagged for salvage. Okay. So, gibt es denn hier unten in diesem Graben eigentlich noch irgendwas? Ne, da hinten ist der Graben zu Ende, aber das wollen wir uns trotzdem noch angucken, würde ich vorschlagen. Aber erstmal möchte ich gucken, wie wir hochkommen zu unserem Außenposten. Na, ich vermute mal Aufzug, oder? Ansonsten
ansonsten wäre dieser Aufklärungsposten da oben echt die Fehlplatzierung des Jahrhunderts. So, Terminal. Laufende Diskussion zusammengelegt, zusammengefasst, weiß ich nicht, mal gucken. Von Dr. Ariadna Nexus-Forschung an Suvi Anwar. Ich nehme an, dass das nicht der normale Lebenszyklus der Pflanze ist, die sie beobachtet haben. Und unvorhersehbare Verhaltensmuster wie diese würden ein Ökosystem ins Chaos stürzen. Ich kann nur vermuten, dass es durch die Relikttechnologie ausgelöst wird, die dort vorhanden ist. Wenn sie die Atmosphäre eines gesamten Planeten verändern kann, kann sie vielleicht auch zellulärer Ebene Änderungen hervorrufen. Die Frage ist, funktioniert sie wie geplant? Irgendein krankes Experiment? Oder ist es eine Fehlfunktion? Mir wäre es lieber, wenn letzteres der Fall wäre. Aber ich habe gelernt, keinerlei Annahmen mehr zu machen, wenn es um Relikte geht. Mehr Daten erforderlich. Okay. So, dann gucken wir mal. Da unten hinter der Ecke verbirgt sich ja irgendwo so ein Vieh. Kann ich das jetzt gar nicht mehr sehen? Scheinbar nicht. Okay. Es war doch vorhin noch da. Oder ist es mehr da drüben? Mal sehen, kann ich hier noch höher krabbeln? Irgendwie da. Hier hochzukommen dürfte kein Problem sein. Nickel, da sieh mal einer an. Oh, was bist du denn? Noch ein Reliktgerät. Historians believe much of our progress was spurred by such finds. We might benefit from collecting these artifacts. Ja, na, deswegen machen wir das doch. Du Scherzkeks. Also hier ist es echt ganz gemütlich im Dschungel, ne? Guck mal da drüben. Wo sind wir denn jetzt? Sind wir schon wieder rausgekrabbelt aus dem Graben? Da sind wir. Eigentlich wollte ich ja den Graben noch mal zu Ende erforschen. Also wieder runter da. Warum kann ich gerade... Achso, ich habe mir die Renntaste natürlich auf einen anderen Knopf gelegt. Au, okay. Das war natürlich richtig unnötig jetzt. So, also hier kommt man auf jeden Fall hoch. Da unten ist so eine Kakerlake nochmal. Und ich weiß aber auch, dass da noch so ein großes Vieh lauert. Dort nämlich. Als wenn ich dich nicht gesehen hätte. Was? Zwei Schuss war schon Schluss. Darf ich jetzt nicht mehr? Ich habe doch eben da auch drauf schießen können. Bams, Headshot. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Ja, mit dem Stein. Ach, da hinten ist der zweite. Ja, das versteckt sich da sehr schön hinter diesem Stein. Das finde ich natürlich super.
Hüllenfasern, die bringen alle nur Hüllenfasern. Was soll das sein? Hautschuppen oder sowas? Okay. Also unser Projektil durchschlägt kein Wasser. So, was hat das Ding hier denn bewacht? Nichts. Wahrscheinlich nur den hinteren Teil dieses Grabens. Also ein bisschen umgucken lohnt sich nicht wirklich. Also man findet Dinge, aber das ist halt so ein Schnulli wie angaranisches Schmiermittel. Da freue ich mich natürlich super drüber. Oh, da hinten sind noch mehr über irgendwas. Ach, und da ist noch so ein fettes Vieh, echt jetzt. Das war gar nicht so ein ganz fettes Vieh. Das war irgendwas Kleineres. So, Frage ist, gibt es denn hier hinten noch irgendwas? Das sind einfach nur Pilze. Tatsächlich, hier gibt es was. Ein angaranischer, achso, ein Tech-Knoten, ein kaputter. Da haben wir hier einen toten Angara. Und ein Röcker-Datenpad. Feuer. Meine Familie ist schreiend auf Völd gestorben. Ich habe an jedem Morgen alle in unserem Lager zurückgelassen, um einen Weg durch die Schlucht zu finden. Wir waren nur einen Tagesmarsch von der Sicherheit von Tetschix entfernt. Ich weiß noch, dass ich voller Hoffnung war. Wir könnten unsere Qualen überleben. Als ich plötzlich brennendes Fleisch gerochen habe. Ich bin auf den Rauch zugerannt, obwohl ich wusste, dass ich zu spät komme. Die Kette haben die verkohlten Überreste meiner Familie auf einem großen Haufen zurückgelassen, aber ich konnte immer noch schmerzverzerrte Gesichter erkennen. Meine Eltern, meine Brüder und Schwestern, mein Mann und unsere Kinder, alle tot. Ich hatte mich noch nie so machtlos gefühlt. Ich habe ihre Asche verstreut, während mir die Tränen auf der Haut gefroren sind. Dann bin ich nach Tetschix gerannt, wo ich Axul getroffen habe. Okay. Ja, und ich stelle gerade fest, okay, davon gibt es ein paar mehr. Und ich stelle außerdem gerade fest, dass die Folge schon wieder vorbei ist, Jungs-Mädels. Für heute war es das. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, um's dann. Tschaußen!